Also, Entschuldigung, bei der Frage muss ich ein bisschen ausholen, ja, weil die eigentliche Kommunio, die eigentliche Gemeinschaft, Kommunio heißt Gemeinschaft mit Christus, die wird bei dir und bei mir hergestellt durch die Taufe. Bei der Taufe bekomme ich den Namen Christus, weil ich, Römer 6, eingetaucht bin in das Sterben und Auferstehen Christi. Also ich bin ein zweiter Christus geworden und die heilige Kommunion dient dazu, diese meine Gemeinschaft mit Christus zu stärken. Wenn da Brüche sind durch Sünden und so weiter, dann muss ich die vor der heiligen Kommunion beichten. Die kann nicht einfach so tun, naja, also ich lebe diese Gemeinschaft nicht, aber ich empfange jetzt eben das sakramentale Zeichen. Eigentlich ist mir die Nachfolge Christi, die Nachahmung Christi wurscht, ich gehe einfach zur Kommunion. Das wäre ein Missbrauch auch dieses Zeichens. Das wäre, so wie der Apostel Paulus jetzt eben im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel jetzt eben spricht, das wäre ein Empfang des Herrnleibes und des Blutes Christi ohne Unterscheidung, also ohne dass ich an mir selbst jetzt eben Korrekturen vornehme. Deshalb sagt die Kirche ganz einfach, wenn du eine schwere Sünde hast, geh bitte vorher beichten, dann bist du wieder in dem Zustand, dass du jetzt eben Jesus empfangen kannst. Dann noch die Frage natürlich, wie ist das mit Christen anderer Konfessionen? Und hier gibt es also eine sehr schöne Stelle vom heiligen Augustinus in einem Kommentar zum Johannesevangelium, wo er das Amen interpretiert, weil der Priester zeigt dir immer die Hostie und fordert von dir ein Glaubensbekenntnis, der Leib Christi, und du antwortest auf Hebräisch Amen, ich glaube. Und der heilige Augustinus sagt, der Leib Christi bezeichnet nicht bloß diesen sakramentalen Leib, also die Hostie, nicht nur meinen Jesus für mich, sondern es gibt Christus nie ohne seine Kirche. Der Leib Christi ist für den heiligen Augustinus die Kirche und für uns auch. Ja? Also es ist die ganze Kirche, die mir hier entgegentritt gleichsam, in Gestalt des Sakramentes. Hier kommt Christus mit seiner Kirche. Und deshalb ist dieses Amen auch immer ein Amen zu Christus und seiner Kirche, damit auch zu meiner Gliedschaft, so sagt es der heilige Augustinus in diesem Kommentar, zu meiner Gliedschaft an dieser Kirche. Und deshalb ist auch so eine Einladung eben jetzt über Konfessionsgrenzen hinweg, vor allem aus den Kirchen, wo die Sakramente nicht so gekannt werden wie bei uns, immer problematisch, weil es eine Gebrochenheit bezeichnet und weil es nicht die Einheit jetzt eben darstellt, die sich in der Kommunion uns schenkt, nämlich die Einheit mit Christus und seiner ganzen Kirche in der Gnade, damit ich in ihm wachsen kann.